Ja, hallo und willkommen zurück im Saal. Ja, die Türe wird geschlossen. Vielen Dank. Es freut mich sehr, Katika als nächste Rednerin hier vorzustellen. Katika ist Politikwissenschaftlerin und Sinologin. Wer sie nicht kennt, sie hat auch, glaube ich, letztes Jahr am Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft etwas über Social Credit Scoring erzählt. Die Aufnahme ist online natürlich, könnt ihr euch gerne nachschauen. Nach dem Talk bitte. Und heute erzählt sie uns etwas über unseren Planeten, wie wir mit dem umgehen und was wir als Gesellschaft machen können. Vielen Dank, Katika. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Es hat mir letztes Mal sehr viel Spaß gemacht beim digitalen Abend. Die Diskussionen nach dem Vortrag und auch noch die ganzen Diskussionen mit dem Publikum, bis wir irgendwann rausgekehrt wurden. War ein schöner Abend, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich hier genommen wurde beim Winterkongress. Und ich werde jetzt versuchen, in 45 Minuten über diesen Planeten, Menschen, Politik und Digitalisierung zu reden und trotz der zeitlichen Knappheit noch Sinn zu machen. Und ich freue mich auf die Diskussion am Abschluss. Und noch eine Einschränkung, die ich eigentlich immer mache, wenn ich sie nicht vergesse. Ich werde nicht die Wahrheit sagen, sondern meinen Forschungsstand. Und weder meine Website noch meine Folien sind Grafik toll, wunderschön. Die sollen einfach lesbar sein. Ich bin keine Grafikerin. Ich bin Wissenschaftlerin. Genau. Und es gab eine Triggerwarnung vor Humor. Also es soll jetzt nicht komplett ernst sein, sondern ich denke, nur weil die Situation unangenehm ist, muss man den Humor nicht verlieren. Und wer mich erreichen will für Quellen, die ich benutzt habe, für Tipps, für Korrekturen, zum Austausch, kann das gerne tun. Hier sind zwei Dinge angegeben, wie man mich erreichen kann. Ihr könnt mich auch hier, ihr oder sie können mich auch hier ansprechen, kontaktieren. Und wer in der Schweiz für mich spenden möchte, bekommt sogar einen Steuervorteil. Wir leben im Kapitalismus. Mir wurde gesagt, ich soll das erwähnen. So, die Frage ist ja immer, wo fängt man an, dass es der Planet brennt, wie der Titel ist und was man damit machen soll, sehen manche so, manche nicht. Und ich wollte jetzt ein paar Grundlagen geben im ersten Teil, damit wir in der Diskussion vielleicht das Gleiche unter den Begriffen merken, meinen. Also eine kurze Einordnung zum Thema. Und es gibt ja im Moment so zwei hier verbildlichte Ansichten. Entweder wir sollten total viel Panik haben oder auf keinen Fall. Aber was ich merke, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, zum Beispiel im Zug, da wird man ja so komplett zufällig zusammengewürfelt. Und in der Deutschen Bahn, ich weiß nicht, wie viele Leute das hier können, in der Deutschen Bahn bekommt man immer gerne so 1 bis 15 Stunden extra Zeit geschenkt, die man mit den Leuten verbringen kann. Da können schon ganz intensive Gespräche zusammenkommen. Und das Tolle ist, die Leute erzählen einem fast alles, weil man sieht sich ja nie wieder. Und ich frage dann immer ganz gerne so, und Digitalisierung, wie sehen Sie das so? Und dann kommt halt, egal wo die Leute herkommen, eigentlich nie dieses, oh, das läuft total spitze, ich fühle mich gut, ich denke, die Welt könnte besser nicht sein. Sondern die meisten Leute haben aus sehr unterschiedlichen Gründen natürlich das Gefühl, dass es nicht gut läuft. Aber ob wir jetzt die Situation, in der wir sind, als schlimm empfinden oder nicht, oder auch wie wir die Welt sehen, hängt eben davon ab, welche Weltanschauung oder Ideologie wir haben. Das ist die Brille, durch die wir alles sehen. Wir fokussieren, bestimmte Sachen blenden wir aus und manche Brillen haben eben auch Fettflecken. Und ich werde in diesem Vortrag versuchen, meine Analyse darzustellen. Und es gibt ja auch, ne, wenn man die Situation jetzt ansieht, gerade wenn man sagt Klimawandel, es gibt manche Leute, die sagen, gibt's nicht, andere sagen, ist ganz schlimm, andere sagen, geh mir nicht auf die Nerven, ich bin gerade dabei, Geld zu verdienen. Und ein paar Beispiele muss ich jetzt weglassen aus Zeitgründen. Aber tatsächlich ist eben die Frage, was sollen wir tun? Und ich denke immer, Panik ist nicht so die beste Handlungsoption und werde versuchen, erstmal einen kleinen Analyseteil und dann, was könnten wir denn tun? Und ich fange mal bei China an. China ist das, wodurch ich meine Anonymität verloren habe, weil ich mal auf eine Bühne geklettert bin, da ich nicht gut fand oder was gerade in China passiert mit dem sogenannten Social Credit Score. Oder ich hatte versucht, das zu übersetzen. Digitale gesellschaftliche Bewertungssysteme, Abkürzung DGB. Das fand eine Gewerkschaft in Deutschland nicht lustig. Und hatte versucht zu sagen in dem Vortrag, Leute,
Ich finde, China ist das erschreckendste Beispiel, was ich global gefunden habe, für globale Entwicklung. Und es geht nicht darum, China böse, wir gut, sondern China anschauen und sagen, okay, vielleicht ist das ja so 1,5 Jahre in der Zukunft. Was könnten wir denn hier vielleicht ändern wollen? Und ich hatte versucht zu sagen, Technologien werden nie soziale Probleme lösen können, denn wir sind diejenigen mit den sozialen Problemen. Das müssen wir auf der sozialen Ebene lösen. Die Reaktionen, die ich hatte, auch von vielen Medien, war, ja krass, dass die Chinesen das alles mitmachen, ne? Die sind ja schon ein bisschen komisch. Oder der Chinese an sich ist halt gerne in der Diktatur. Wo ich dann dachte so, Entschuldigung, kommen Sie aus Deutschland? Und dann sagen Sie sowas, ohne zu lachen. Aber ja, und der typische Chinese an sich ist mir irgendwie auch nie begegnet. Aber die interessante Frage für mich war, wieso klappt das da? Wieso wird das da eingesetzt? Denn China ist ein Land der Aufstände gewesen. 2014, 248 Aufstände im Schnitt pro Tag. Ich weiß nicht, wie viel das in der Schweiz ist, aber ich vermute, in China war es ein bisschen höher. So kann man eben auch dieses ganze Social Credit System gerne als, darauf kommen wir später noch, Aufstandsbekämpfungsstrategie sehen. Aber ja, wieso in China? Und dann bin ich darauf gekommen, Leuten zu sagen, die Gesellschaft wird schon seit langem auf drei wichtige Wörter getrimmt, und zwar Effektivität, Fortschritt und Geschwindigkeit. Und dann habe ich ein paar Leute so ein bisschen komisch angeguckt und dann dachte ich, ja, kennst du, ne? Und weil Mustererkennung ja voll im Trend liegt, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal eine Mustererkennung, so Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten eher zwischen westlichen Systemen und der Volksrepublik China. Es gibt Kapitalismus da. Ich weiß, das wird anders genannt in jedem Land, aber es ist ja total egal, wie man es anzieht. Das, was drin ist, ist gleich. Es gibt Digitalisierung, die ganz wichtig ist und alles verbessern wird. Kybernetik, das ist ein Wort, wo mich viele dann immer angucken und sagen, was? Kommt noch drauf. Und das ist eine Staatsform, also sowohl bei uns im sogenannten Westen als auch in China, die ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert hat. Und sowohl China als auch der Westen haben gesellschaftliche Probleme und Probleme durch den Klimawandel. Und die Frage ist, wo ist denn der Lösungsansatz? Und da kann ich immer sagen, in beiden Ländern wird das präsentiert, Digitalisierung löst alle Probleme. Wenn man dann fragt, und was meint ihr mit Digitalisierung? Dann wird es ein bisschen mauer mit den Antworten. Deswegen habe ich gedacht, wieso denn nicht? Hat auch als Kind auch Spaß gemacht. Wir machen das große, was ist was mit den aktuellen Begriffen unserer Misere? Und ich habe gedacht, ich fange mit dem bösen K-Wort an. Kapitalismus, da zucken manche immer so schön. Das ist eine Wirtschaftsform und Ideologie. Denn wie gesagt, das gibt es in ganz verschiedenen Ländern, wird anders genannt, aber egal. Auch unter dem flauschigsten soziale Marktwirtschaftsplüsch steckt der Kapitalismus. Und kurz gesagt könnte man sagen, ich verkürze hier enorm. Das macht mich natürlich anfällig für ganz viele Fehlsachen. Aber für die längere Version, ich kann auch total langweilig wissenschaftlich, wenn man mich dazu beauftragt. Aber das war hier nicht der Auftrag, glaube ich. Also Kapitalismus kennen wir vielleicht, Geld regiert die Welt oder auch Menschen mit Geld regieren die Welt. Glaubt an, ganz wichtig, ständiges Wachstum. Und da ist immer das, wo ich sage, das können eigentlich Dreijährige schon nachvollziehen. Der Planet weigert sich seit Jahrmillionen zu wachsen, aber die Wirtschaftsform wächst immer. Und selbst, also ich habe das mit Dreijährigen und Fünfjährigen durchgespielt, die haben das absolut verstanden, dass das nicht funktioniert. Aber ja. Und die unsichtbare Hand ist ja auch toll. Der deutsche Philosoph Marc-Uwe Kling hat dazu ganz wunderbare Abhandlungen geschrieben. Die unsichtbare Hand des Marktes wird es schon richten. Also wenn der Staat sich nicht einmischt, läuft alles super. So im 19. Jahrhundert Großbritannien, gutes Beispiel. Und der Trickle-Down-Effekt. Der Trickle-Down-Effekt kann man sagen, von den Tischen der Reichen fällt genug ab für die Leute, die es immer noch nicht geschafft haben, reich zu werden. Das heißt, die armen Menschen im Kapitalismus sind so ein bisschen die Stadttauben der Gesellschaft. Sind da, mag man nicht unbedingt, manchmal sind sie praktisch, weil sie fressen ja alles auf, was man nicht mehr haben will. Oder um es Bild zu sagen, growing until the host is dead, also wachsen, bis die Grundlage tot ist, Kapitalismus und Krebs. Und Kapitalismus könnte man jetzt die Hypothese machen, führt zu Klimawandel,
den Erfolg, den wir immer mehr zu spüren bekommen. Und was man sagen kann, in den letzten Jahrzehnten zu immer autoritären Strukturen. Und eben nicht nur in China. Und ich führe das immer auf einen Wandel, der so ab den 60er Jahren, 1960er Jahren losging. Da wurde der Diskurs verschoben von mehr Freiheit für Menschen. Da gab es ja auch diese ganzen antikolonialen Kämpfe zu mehr Sicherheit. Und dieser Diskurs hat dann nochmal mit dem 11. September 2001 einen Riesenschub nach vorne gekriegt, dass Menschen eben als potenzielle Terroristen gesehen werden und Terroristinnen und nicht als Wesen, die sich eigentlich mit anderen auch verstehen können. Und das wird oft zusammengekauft mit, das ist falsch, tut mir leid, es wird oft zusammen verwendet mit Kapitalismus, mit dieser Digitalisierung, über die wir schon gesprochen haben. Denn die Digitalisierung, die schafft so viele Möglichkeiten. Und diese ganzen Probleme, Klimawandel, da gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, ja, wenn man das einfach den Markt regeln lässt, werden wir in der Zukunft technologische Möglichkeiten finden, mit denen wir das alles total gut lösen können. Und ich überlege mir immer, wenn ich mit 4 behauptet hätte, lass das Zimmer doch einfach so. Ich sag dir, in der Zukunft wird jemand technologische Möglichkeiten finden, dass dieses Zimmer aussieht, als könnte man da drin leben. Also bei mir hat das nie geklappt, aber vielleicht hatte ich einfach eine schwierige Familie. Also diese Digitalisierung, was ist denn das eigentlich? Und ja, wird oft extrem schwammig definiert. Schön war einmal, Digitalisierung ist, wenn man Sachen digitalisiert. Das ist spitze. Vielen Dank, jetzt weiß ich mehr. Im Englischen haben wir es ein bisschen leichter. Da haben wir eben Digitization und Digitalization. Also Digitization, alles, wenn man sozusagen, ich sag mal, wenn man ein Blatt einscannt und danach kann man es am Computer lesen, ist das eben Digitization. Und Digitalization, Digitalisierung ist eben mehr als nur Sachen in einzelnen Nullen zu verwandeln. Es ist nämlich ein kultureller Prozess. Das, was gerade passiert, verändert uns und die Gesellschaft. Und ich habe immer wieder Informatikerinnen und Informatiker, die mir sagen, ich soll doch bitte als Nicht-Informatikerin die Klappe über bestimmte Prozesse halten. Sagt immer, sobald ihr aufhört, irgendwas zu machen, was die Gesellschaft beeinflusst, höre ich auf zu meckern. Sofort. Aber es gibt ja keinen kulturellen Prozess, ohne dass es eine Idee gibt. Also es gab, die Digitalisierung ist ja nicht irgendwann geschlüpft oder war da oder wurde uns von UFOs geschickt, sondern sie kam vor allen Dingen durch etwas, was Kybernetik heißt, oder ich versuche ein bisschen Chinesisch beizubringen, Kung Jolun. Also es ist immer ganz gut, früh neue Sprachen zu lernen, mit denen man später konfrontiert wird. Also Chinesisch einfach mal ein bisschen pauken, könnte einem praktisch vorkommen später. So. Ich habe zu Kybernetik tatsächlich meinen längeren Vortrag gehalten, der ist auch auf der Medienseite des CCC, Kybernetik und Kontrolle. Und jetzt nochmal extremst verkürzt, es wurde von einem Mathematiker erdacht. Es ist also keine besonders runde, umfängliche Theorie, könnte man sagen. Also ich habe nichts gegen MathematikerInnen, ich habe welche in meinem engsten Freundeskreis. Aber es ist halt eine extrem verkürzte Denkweise. Und es wird eben alles als Prozess gesehen, eine technische Sichtweise. Und Menschen werden als Transmitter gesehen. So. Also richtig angesteuert machen wir einfach das, was wir tun sollen. Dann hat die Kybernetik einen wilden Ritt gemacht durchs Militär. Das Militär hat gesagt, wir brauchen die Kultur, wenn das irgendwie populär werden soll. Dann sind sie bei den Hippies gelandet, ordentlich Drogen rein. Wer sich mehr dafür interessiert, Thomas Ried, Maschinendämmerung. Aber was ist für mich ein Problem an dieser Hypothese der Kybernetik, dass man alles steuern kann? Ein Problem ist für mich keine Ethik. Es gibt keine Ethik in der Kybernetik, ist meine große Überzeugung. Aber da diskutiere ich auch gerne drüber. Denn wozu brauchen wir Ethik? Ethik brauchen wir, um mit anderen Menschen und uns selber klarzukommen. Denn wir reden immer über Gesellschaft. Und das Wort Schaft bedeutet, dass etwas zusammen ist. Und wir können kein Nicht zusammen sein ohne ethische Grundlagen. Und ethische Grundlagen, wir schlüpfen nicht mit denen, sondern wir müssen sie lernen. Wenn Sie Kinder kennen, Kinder, natural born hooligans, die müssen das erstmal lernen, dass man andere Leute nicht ständig mit der Schippe schlagen darf. Und wichtig ist eben auch das Menschenbild. Egal, welche Ideologie vorgeschlagen wird, immer nach dem Menschenbild fragen. Denn dann kann man ganz schnell sagen, ob man mit der Person, die das vertritt, noch was zu tun haben möchte oder nicht. Denn das Menschenbild ist die Grundlage einer jeden Gesellschaft, einer jeden gesellschaftlichen Ordnung.
Wenn ich denke, Menschen können miteinander klarkommen, baue ich eine andere Gesellschaft auf, als wenn ich denke, Menschen sind potenzielle TerroristInnen, dann brauche ich ganz viel Gefängnisse, Polizei, Überwachung, Militär und so weiter. Also, das Menschenbild ist zentral und darüber müssen wir reden. Und andere wichtige Wörter, Demokratie, Republik, das ist ja interessant. Die meisten Länder dieser Welt nennen sich so, von dem sogenannten Westen bis Nordkorea. Aber was verbirgt sich hinter den Begriffen? Das sind Regierungsformen, wir hatten ja eben die Wirtschaftsform, werden oft extrem schwammig definiert. Und was ich interessant finde, der Staat nimmt sich in fast allen Ländern die Bildungshoheit. Und dann denke ich immer, dann sollte man den Kindern und den Ex-Kindern, die sich aus Kindern entwickeln, vielleicht auch die Möglichkeit geben, zu wissen, in welcher Staatsform sie leben und was dann ihre Rechte und Pflichten sind. Aber ich denke, in der Schweiz ist ja immer alles besser, aber in Deutschland läuft das nicht so gut. Und wichtig ist, die Wurzel von Demokratie, Republik, die sind in den sozialrevolutionären Theorien des 19. Jahrhunderts. Das war so eine Art Generalüberholung von den antiken Modellen. Und die Basis in dem Ganzen und übrigens auch im Sozialismus und im Anarchismus ist eine gesellschaftliche Vernetzung. Das heißt, die Theorie ist, dass wir alle in gesellschaftlichen Gruppen organisiert sind. Ich meine, hier ist es natürlich vorbildlich, hier sind alle mindestens bei der digitalen Gesellschaft vernetzt. Und dass unsere Wünsche und unsere Vorstellungen durch diese Gruppen akkumuliert und aggregiert, ich muss ja beweisen, dass ich studiert habe, werden also gesammelt werden und dann nach oben weitergegeben werden. Und was ich jetzt erlebe, ist, dass viele Leute ein sogenanntes Angestelltenverhältnis zum Staat haben und sagen, die da oben bauen immer Mist. Ja, die da oben können Mist bauen, werden wir hier unten das zulassen. Also zum Beispiel Gorleben in Deutschland ist ein schönes Beispiel dafür, da sollte ein Atomendlager hin. Und es gab so ein bisschen Probleme dadurch. Oder ich finde in der Schweiz immer noch interessant, was passierte, als der Fischenskandal herausgekommen ist. Da wurde gehandelt, da haben sich Leute getroffen und haben gesagt, das finden wir nicht gut. Und sie haben sehr klar gezeigt, was sie tun, wenn das passiert. Ich weiß nicht, welcher kulturelle Wandel verhindert hat, dass es bei Snowden dann nochmal passiert ist oder bei den 10.000 anderen Datenskandalen, die seitdem rauskamen. Aber eben, Digitalisierung ist ein kultureller Prozess, in den wir hineinwachsen. So, sozialrevolutionäre Theorien, da werde ich dann manchmal seltsam angeschaut. Und dann so 19. Jahrhundert, was interessiert mich das? Aber gehen wir einen Schritt zurück. Vor dem 19. Jahrhundert im Westen fast alles, also hier natürlich nicht, aber fast alles Monarchien. Großer Einfluss christlicher Kirchen. Und das hat sich ja geändert. Und was heutzutage viele Leute vergessen ist, das hat sich nicht geändert, weil die Monarchien, also die Königinnen und Könige oder die Leute von der Kirche gesagt haben, oh Gott, das ist ja total ungerecht. Wir haben die Macht und das Geld. Und ihr müsst arbeiten, verhungert und sterbt in den Kriegen, die wir anfangen. Das ist ja voll fies, das ändern wir jetzt. Nein, wie ist der kleine Merksatz? Erfolge werden erkämpft und nicht erbettelt. Wenn man das nicht macht, dann kriegt man das Frauenwahlrecht vielleicht erst Ende des 20. Jahrhunderts oder gar nicht. Und in dem 19. Jahrhundert bildeten sich eben die sozialrevolutionären Theorien heraus. Darauf fußen Republiken und Demokratien und eben Sozialismus, Kommunismus, Liberalismus und die politische Theorie der Anarchie. Das ist die engste Verwandte des Liberalismus. Und es gibt Revolution und es gibt Stagnation. Und was man am Liberalismus sehr gut sehen kann, ist, dass er sich extrem verändert und sehr autoritär wird in den letzten Jahrzehnten. Und eigentlich sind die Anarchie und der Liberalismus diejenigen, die an die Fähigkeit des Menschen am stärksten glauben, sich selbst zu organisieren und sich dabei nicht umzubringen. Und im Neoliberalismus sehen wir da wurden halt einfach bestimmte Begriffe vertauscht, kann ja mal passieren. Also es gab ja früher im Liberalismus diese Freiheit für alle Menschen sind gleich, gleiche Rechte, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und naja, dann gab es halt den Copy-Paste-Fehler. Im Neoliberalismus ist halt, alles Geld ist gleich, Grenzen auf für alles Geld, die Würde des Geldes ist unantastbar. Das Copy-Paste-Fehler, aber man kann ja wieder dagegen vorgehen. Jetzt nur wenig Zeit, eine ganz kurze Rückschau. Wir haben also auf der Welt unterschiedliche Regierungsformen, die global betrachtet immer autoritärer werden. Wir haben den Kapitalismus, die Kybernetik
den Klimawandel, ganz viel K-Wörter. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Die wenigsten sind zufrieden. Das könnte eben sein, dass es viele Gründe gibt, nichts zu tun. Die Leute sind unzufrieden, sie haben Angst, sie haben Panik, aber es gäbe ja auch Gründe, was zu machen. Also so ein Grund, der Klassiker, ist soziale Ungleichheit unter den Aufstandsgründen. Wir hatten jetzt noch den Klimawandel, also wir verbrennen den Ast, auf dem wir sitzen. Da könnte man ja sagen, das ist ein Grund. Früher dachte man, die Leute wissen zu wenig über Probleme. Wenn sie das wüssten, dann würden sie alle sozial und aufgeklärt und würden was dagegen machen. Jetzt könnte man verkürzt sagen, Google hat uns bewiesen, dass das nicht so ist. Und es gab vor einer Weile eine Umfrage in Deutschland, wovor Deutsche am meisten Angst haben. Vor Ausländern. Scheint dieser Denkfehler zu sein, dass die Leute, die Ausländer, die man nicht mag, Schweizer sind natürlich beliebt. Ne? Das möchte, also solange sie weiß sind. Vielleicht denken die Leute, die Flüchtlinge kommen aus warmen Ländern, dadurch ändert sich das Klima bei uns, weiß man nicht. Und man muss halt auch festhalten, dass die AfD und die anderen Nazis auf Social Media einfach viel erfolgreicher sind als das Klima. Und Gründe, nichts zu tun, da gehört eben auch dazu, dass wir eben ständiger Beeinflussung ausgesetzt sind. Und da wir so ein Mobile Tracking Device, so eine Streichelwanze mit uns herumtragen, sorgen wir auch dafür, dass wir jederzeit beeinflusst werden können. Und eigentlich ist Beeinflussung per se ja nichts Schlimmes. Wir sind Herdentiere, wir können tolle Tricks voneinander lernen. Aber da unsere Sichtweise eben bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen, sollten wir vielleicht vorsichtig sein, wer uns weshalb wie beeinflussen kann. Denn vermehrt sehen Leute die Welt als Scheibe, die von Echsenmenschen regiert wird. Und mehr Möglichkeiten, sich zu bilden, scheint da nicht viel auszumachen. Ältere Formen der Beeinflussung sind Propaganda. Neuere sind Gamifizierung. Das ist schön, das kann man Kindern schon mit der Streichelwanze in den Kinderwagen geben. Und was mich halt immer so ein bisschen schockiert ist, wir haben alle beigebracht bekommen, nicht für Schoggi in fremde Autos zu klettern oder in Wohnungen zu gehen. Kaum gibt man jemand so eine Wischwanze in die Hand, sagen die, oh cool, alles umsonst. Ja, man wird halt nur nicht so dick davon wie von der Schoggi, die einem die Leute in die Wohnung locken. So, dann, oh, falsch rum. Was ist eben Gamifizierung, Verspielifizierung, dafür gibt es auch Vorträge noch von mir. Ganz kurz, eine Welt, die aus Punkteständen und Lob besteht. Und immer aus Verhaltensmodifikation. Jedes gamifizierte Produkt will uns beeinflussen. Und das Interessante ist, dass wir nicht an den Regeln mitbestimmen dürfen. Es ist also antidemokratisch, antiliberal, anti-anarchistisch, antisozialistisch, anti. Es ist einfach autoritär. Und a game kommt vom Spielen, also Produkte aus dem Spielewelt ins Leben zu untersprechen. Aber wenn man sich anguckt, wie die Gamifizierung funktioniert, könnte man auch denken, es kommt von dem englischen Wort Game für Jagdwild. Denn das sind wir in der Gamifizierung. Oder wie ich manchmal sage, du bist halt nicht die Person, die Wurst kauft in der Bäckerei, sondern in der Metzgerei, sondern das Schwein. Alles umsonst, bis sie dich zerhacken und verkaufen. Und nochmal, es fußt alles auf der Kybernetik, der die Ethik eben fehlt. Und diese autoritären Strukturen, die sich langsam um uns enger ziehen, werden von vielen Leuten gar nicht so wahrgenommen, weil sie im Digitalen erstmal sind, weil Leute sagen, ich bin ja gar nicht betroffen. Das hat so ab 1933 in Deutschland auch nicht mehr so gut funktioniert, das ich bin ja nicht betroffen Ding. Aber eben die Frage, wenn alles so ist, dann wieso ändern wir das nicht einfach? Wir sind viele. Wir könnten uns vernetzen, wir könnten uns einigen. Aber ein Problem ist natürlich, dass die Utopie, die Traumvorstellung der einen Person, dass die Schreckensherrschaft der anderen ist. Also ne, Grenzen auch für alle. Also ich habe früher immer gedacht, ich wäre Mitte, weil ich gesagt habe, alle Menschen haben die gleichen Rechte, man sollte nett zu den Menschen sein, es sei denn, sie sind nicht nett zu einem, keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und was wurde mir gesagt? Du bist linksradikal. Okay, gut. Das scheint ja da nichts Schlimmes zu sein.
Und also die jetzt kam in Deutschland ja gerade raus, dass Nazis das machen, was sie schon immer machen, nämlich sich treffen mit anderen Nazis, um zu beschließen, wie man andere Leute deportieren und töten kann. Mich wundert ein bisschen, dass das so ein Skandal war, weil das wirklich, das machen Nazis schon immer. Aber jetzt war es im Theater, finde ich gut. Und das Schöne ist ja auch, wenn man erfährt, dass man mitdeportiert werden soll und nicht mit den Nazis alleine zu Hause bleiben muss. Das fand ich danke. Es gibt immer was Positives, selbst in der Dystopie. Aber jetzt, ne, Saturiertheit ist halt ein wichtiges Wort. Es wird vieles nicht geändert, weil es gibt in jedem System Leute, die davon profitieren. Wenn mich Leute fragen, wieso bist du so kritisch bei der Digitalisierung, sage ich oft, vielleicht, weil meine Familie nicht auf der Sonnenseite des Holocaust gelebt hat. Ich weiß es nicht. Aber diese Saturiertheit heißt halt, manche Leute verdienen gerade wahnsinnig gut daran, dass es anderen Leuten schlecht geht. Und die haben enorm wenig Interesse daran, dass sich etwas ändert. Denn aus ihrer Sicht ist es total gerecht, dass sie den besten Zugang zum Kuchen haben und keine Stadttaube sind. Und die Gamifizierung hilft tatsächlich auch, Leute ein bisschen ruhig zu stellen. Und theoretisch haben wir alle einen freien Willen. Und das wird halt so ein bisschen damit Ablenkung und man kann Leute beeinflussen. Und eigentlich extrem antidemokratisch. Und wichtig ist ja auch, wir haben Meinungsfreiheit, aber es gibt auch Überwachung. Es gibt also Meinungsfreiheit und Überwachung nur noch im Doppelpack. Aber wir könnten einfach immer noch alles ändern, denn wir sind mehr. Der Klassiker neben Militärputschen, da bin ich nicht so ein Fan von, aber ja, Menschen sind unterschiedlich, sind soziale Bewegungen. Marx und Engels glaubten an die Verelendungstheorie, bin ich kein Fan von. Was ich gelesen habe, bringt mich zu der Überzeugung, dass Menschen dann alles tun und durchs Feuer gehen, selbst wenn die Ergebnisse erst in Generationen später möglich sind, wenn sie die Hoffnung haben, dass sich etwas ändert. Im deutschsprachigen Raum gab es unglaublich viele Aufstände von Bauern, als sie durch den Protestantismus die Idee bekamen, dass sie auf dieser Welt schon ein gutes Leben haben könnten. Und nicht erst nach dem Tod. Jetzt gibt es natürlich soziale Bewegungen, es gibt Aufstände, aber das Interessante ist ja auch, wie verhindert man das alles? Damit habe ich mich auch immer gerne beschäftigt. Das ist eben etwas, was aus dem Militär kommt, das heißt COIN oder Counterinsurgency oder auf Deutsch Aufstandsbekämpfung. Und das ist eine Theorie oder eine Praxis auch, die daher kommt, dass Menschen Militärs gemerkt haben, dass man oft Gebiete einfacher einnehmen kann als halten. Wir könnten jetzt ein kleines Hallo an erfolgreiche Länder wie Algerien, Vietnam und Afghanistan senden, die tatsächlich Gründe für die moderne Aufstandsbekämpfungstheorie sind. Und die Taktik ist, auf die Hirne und Herzen der Menschen zu gehen. Das ist so, weil die deutsche Bundeswehr zum Beispiel, die baut immer nur Mädchenschulen. Also wenn Sie ein Haus bauen wollen, fragen Sie die Bundeswehr. Es gibt anscheinend niemand Besseres, der bauen kann. Und Brunnen, wenn Sie einen Brunnen brauchen, auch die Bundeswehr ideal. So, Hearts and Minds. Und seit dem 9.11. wird das auch total gerne mal im Inland eingesetzt. Ich finde, das ist einfach so, was man schon mal hören sollte. Die Theorie von mir zu Social Credit ist auch, dass es eine super Aufstandsbekämpfungsstrategie ist. Und was ist ganz wichtig, um erfolgreich COIN machen zu können, Aufstandsbekämpfungstheorie? Informationen. Informationen über die Zielperson, um sie zu beeinflussen, bloßzustellen, zu isolieren oder einfach zu wissen, wann man sie wo um die Ecke bringen kann. Und jetzt fragen wir uns, wer ein total großer Fan der Digitalisierung ist. Also die meisten COIN-Leute finden das nicht so besonders schlimm, wenn wir bei WhatsApp und Ähnlichem unsere Daten freigeben. Aber ich mag diesen Planeten. Ich finde, wir könnten ihn, statt ihn brennen zu lassen, auch einfach das Brennen eindämmen. Und ich finde auch, wenn man schon genug Ressourcen für alle Leute auf der Welt hat, bräuchte man sich ja gar nicht so drum kabbeln. Und außerdem in ein paar Millionen geht das eh alles kaputt hier. Vielleicht sollte man die Zeit einfach nett nutzen. Möglich wäre das durch ein wenig mehr Solidarität, ein altes Wort. Durch Toleranz könnte man sagen, Vernetzung, auch gerne mal analog. Das bringt einem eventuell auch sehr viel. Und Datensouveränität. Denn soziale Bewegungen zu bauen, eine Bewegung zu bauen, zu sagen, nein, Schluss, wir machen nicht mehr mit, ist möglich. Der größte Erfolg einer Aufstandsbekämpfung ist, jemand anderem klarzumachen, dass es zu spät ist. Zu spät heißt nicht nur, du kannst jetzt nichts mehr machen.
zu spät heißt, du bist schuld daran. Denn wenn du früher was gemacht hättest, hättest du es verhindern können. Und ich finde, das sollten wir uns nicht anziehen. Deswegen habe ich ein kleines How-to-soziale Bewegungen versucht und mir von Drucker ein Bild geliehen. Was man bräuchte, wäre ein Ziel, Hoffnung und eine Erzählung. Wir brauchen immer etwas, was uns Hoffnung gibt, denn ohne Hoffnung kämpfen wir nicht. Erkennen. Wir müssen uns erkennen und was wir wollen. Deswegen haben die erfolgreichen sozialen Bewegungen ein Symbol. Und was Leute oft vergessen, eine soziale Bewegung ohne Wurzeln wird beim ersten Windstoß umfallen. Das haben nicht nur Guerilla-Bewegungen gehabt, die sich zurückziehen mussten, sondern die Anti-Atom-Bewegung in Deutschland zum Beispiel war immer gut vernetzt und konnte deswegen nie gefällt werden. Denn der Rückzugsgebiet war immer die Bevölkerung vor Ort. Und es braucht Zusammenhalt. Oft durch ein Lied. Ich habe Freundinnen, die wahnsinnig viel Wert auf das Lied legen als revolutionäres Symbol. Und es ist natürlich nicht einfach, weil Menschen können unglaublich anstrengend sein. Aber ich würde sagen, es lohnt sich. Und so, ich dachte, ich mache noch Zielvorschläge für soziale Bewegungen. Nachhaltigkeit, denn wie gesagt, der Planet wächst nicht. Freiheit, denn Freiheit ist etwas, was wir uns nehmen können. Noch. Und ich finde Ziele statt Effektivität, Geschwindigkeit, Muße. Muße und Autonomie. Muße kriegt man übrigens komplett umsonst. Ist natürlich doof im Kapitalismus, aber einfach mal ausprobieren. Ich finde das immer noch Sachen, die wichtig sind. Da sind wir auch bei der Ethik. Und wenn es noch Fragen gibt, noch einen Gesprächsbedarf, einfach anfragen. Und wie gesagt, Kapitalismus, man kann mir auch Geld geben, damit ich weiter arbeiten kann. Aber tatsächlich finde ich diesen Planeten, den Menschen und auch diese ganzen anderen Krabbeltiere viel zu nett, als dass wir aufgeben sollten. Deswegen nicht den Humor verlieren, einfach weitermachen. Danke. Ja, vielen Dank, Katika. Wir haben jetzt noch genug Zeit, falls hier im Saal noch Fragen sind. Bitte reiht euch doch am Mikrofon ein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr könnt mich sonst auch total diskret später anfragen. Keine Fragen? Ihr könnt frei reden. Das ist ja nur im Internet dann. Genau, live und in Farbe. Ach, wir haben eine Frage. Super. Vielen Dank für diesen Vortrag. Auf einer Reihe vorne hast du gezeigt, oder wolltest du dich mit der Frage beschäftigen, weshalb wir nichts machen. Und ich denke, ein offensichtlicher Grund ist Wohlstand, weil wir könnten ja auch etwas verlieren, weil wir ja eben doch auch auf der guten Seite, auf der profitierenden Seite sind, auch wenn nicht ganz zu oberst. Dein Vortrag hat den Namen den Planet brennen lassen. Und ich habe mich gefragt, es gibt dieses Region-Beta-Paradoxon, dass wenn es uns schlechter ginge, dann würden wir mehr machen. Und weil es uns eben gut genug geht, machen wir nichts. Deiner Einschätzung nach, wäre es denn vorteilhaft, wenn wir unseren Zustand so viel verschlechtern würden, dass quasi ein Handeln von uns unumgänglich oder zwingend ist? Oder was wäre dann, oder ja, wäre das eben auch zu viel in die falsche Richtung? Ich glaube, diese Verillusionstheorie, dass es einem schlecht gehen sollte, glaube ich nicht. Weil selbst Leute, die viel zu verlieren haben, wenn die Idee da ist, dass es was verbessert, dann tun sie es. Also Leute, die, wenn man jetzt wieder das Beispiel Drittes Reich in Deutschland gab, ist wichtig, dass nicht nur die Leute wären, die am stärksten betroffen sind. Und ich glaube, dass es tatsächlich, dass Leute nach dieser Idee suchen oder frustriert sind, dass es diese Idee nicht gab. Weil im 19. Jahrhundert mit diesem Aufkommen der sozialrevolutionären Ideen hat sich viel verändert, weil man gesagt hat, es gibt die Idee. Und inzwischen ist der Kapitalismus eben übrig geblieben. Und ich erlebe es eher so,
Das ist natürlich komplett subjektiv, dass Leute sagen, es ist halt so und wir können nichts machen und damit sehr verzweifelt sind. Und ich glaube, wenn wir die Idee transportieren können, dass es anders geht, dass wir anders leben können, vielleicht auch mit weniger, aber zufriedener, dass wir damit sehr viele Leute gewinnen können. Weil ich glaube, das größte Problem ist im Moment Verzweiflung und Panik. Weil auch in der Schweiz gibt es ja Leute, die sozial aktiv sind. Und ich meine, dieser Wohlstand erlaubt uns ja auch in einer gewissen Weise mehr, als wenn wir 24 Stunden am Tag auf dem Acker arbeiten müssen oder in der Lithiummine, um Akkus herzustellen. Deswegen ist meine Hoffnung, dass man sich einfach, wenn man die Idee verbreitet, dass man dann eine breitere Bewegung bekommt. War das eine Antwort? Vielen Dank, ja. Weitere Fragen aus dem Publikum? Nicht? Dann bedanke ich mich bei Katika. Doch. Ich wollte gerade sagen, dann hätte ich nicht so hetzen müssen mit dem Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank für die wunderbaren Gedanken. Vielleicht nicht eine konkrete Frage, aber mich würde Ihre Meinung oder deine Meinung dazu interessieren. Wir sind ja auch biologische Wesen. Die Evolution hat uns während, sagen wir mal, 200.000 Jahren geformt. Auch eben im zwischenmenschlichen Kontakt, vor allem die nonverbale Kommunikation ist für uns so ja immens wichtig. Und eben wird dann eben mit einem Bildschirm wie unter den Bus geworfen. Vielleicht nicht eine konkrete Frage, aber was können wir auch, oder was braucht es, dass wir auch mehr vom Bildschirm weg in die reale Welt wieder kommen? Also was für konkrete Handlungen können wir da auch gesellschaftlich tun? Ich glaube tatsächlich, dass, deswegen reite ich auch immer auf der Gamifizierung herum, weil wir einfach wahnsinnig anfällig für solche Ablenkungen sind. Es ist ja auch, und wenn mir Eltern sagen, ja, was soll ich machen? Mein Kind hängt so viel am Smartphone, dann meine ich immer, und? Wie oft sieht ihr Kind sie ohne Smartphone oder am Buch oder so? Damit kann man sich super unbeliebt machen. Und das ist tatsächlich zum einen das Vorbild für Kinder, aber was ich eben auch sehe, ist auf dem Kinderspielplatz, dass die Leute nicht ihr Kind angucken oder nicht ihr Kind im Kinderwagen, sondern den Bildschirm, was sehr schwierig ist, weil Kinder lernen tatsächlich sehr viel, indem sie die Mimik von anderen sehen. Und was oft vergessen wird, wir sind eben nicht mehr, nicht nur Intellekt, wir sind auch Körper. Also für Erwachsene wie Kinder ist Körperkontakt auch wichtig. Und das fällt eben sehr stark raus. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil unser Stresslevel immer steigt, allein schon durch diese Wischwanzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, es ist halt wie Kokain, man kann einfach einen Entzug machen. Oder Alkohol oder andere Drogen. Es ist ja nicht so schlimm, wenn man es ab und zu nimmt. Das kann der meiste, die können die meisten Körper ab. Das Schwierige ist es, wenn wir uns davon ernähren. Und einen bewussten Umgang und auch eventuell eine bewusste Verweigerung kann absolut sinnvoll sein, denke ich. Denn Muße heißt auch, dass wir Zeit haben zu überlegen. Und ständig im Alarmzustand, ich weiß nicht, wie man das freiwillig machen kann. Aber ja, vielleicht Sucht. Wenn das eine Antwort war. Okay, danke. Vielleicht im Anschluss darauf, also die Antwort, die du jetzt gegeben hast, das ist ja eine individuelle. Also wenn jemand fragt, also wenn jemand dich konkret fragt, was mache ich? Aber die Frage ist ja eigentlich, oder dann auf der nächsten Ebene ist ja die Frage, wenn wir davon ausgehen, dass durch Gamifizierung, Scoring, eine Manipulation stattfindet, die Leute eben manipuliert und dann in eine bestimmte Richtung bringt, wie können wir dem entgegenwirken von außen? Also wie können wir diese Gamifizierung kontern oder wie können wir die aufbrechen? Gibt es da Überlegungen aus Politikwissenschaften, aus sozialen Bewegungen? Gibt es da irgendjemanden, der einen Plan hat? Oder nein, weil also man steht so am Ende schon ein bisschen da und so, ja, wie kann man sich dagegen wehren? Oder was können wir jetzt machen als Linksradikale?
Ja, das ist super, dass du das sagst, weil eine Sache, die ich nicht mit reinnehmen konnte, ist halt, ich habe ja gesagt, das Angestelltenverhältnis zum Staat ist blöd oder zur Gesellschaft, weil wir sind Teil des Ganzen, wir können Sachen ändern. Aber was ein Problem für mich ist, dass seit den 1980er Jahren die Verantwortung vom System aufs Individuum geschoben wurde. Nicht das System ist, der fordistische Kapitalismus ist daran schuld, dass es Arbeitslose gibt, sondern du, weil du keine Arbeit findest. Und das ist natürlich der CO2-Fußabdruck ist ja einer meiner Lieblinge von BP erdacht, um zu sagen, nicht BP ist böse, sondern du hast zu viel Fernsehen gesehen. Da müssen wir sehr aufpassen, dass es eben nicht nur individuell gelöst werden kann. In Politikwissenschaften unterscheidet man in Individualebene und dann Akteursebene, wenn man sich vernetzt. Das macht die Wirtschaft hervorragend. Die Gesellschaft macht es halt oft nicht so gut. Und dann die Systemebene, die alles steuert. Und im Moment muss man sagen, würde ich sagen, die Systemebene hat ziemlich versagt, weil wir haben diese gamifizierten Sachen, die schon auf Kinder losgelassen werden. Also Kinder mit Koks im Kinderwagen würde wahrscheinlich sehr schnell eingegriffen. Kinder mit Smartphones im Kinderwagen, ja klar. Und tatsächlich finde ich, wir müssen auf allen drei Ebenen was machen. Man kann auf der Individualebene natürlich was tun. Man kann aber auch tatsächlich sagen, Akteursebene, wir reden über Gamifizierung und andere Möglichkeiten, uns die Lebenszeit zu stehlen. Weil wir kriegen die ja nicht wieder. Jedes heißt, ich kriege die Zeit nicht wieder. Und Copy-Paste-Lebenszeit funktioniert nicht. Und tatsächlich aber auch Druck zu machen auf die Systemebene, dass bestimmte Manipulationssachen nicht laufen dürfen. Wir sehen ja gerade mit dem Nahostkonflikt, wie der Krieg um Kinder geführt wird. Und ich bin letztens kurz erschreckt, weil ich in einem Buchladen angerufen habe und die ältere Dame meinte, ich bin jetzt im Internet, also auf Google. Und ich war so, oh, und dann nächsten Moment dachte ich, du solltest dich freuen, für ganz viele Leute heißt das, ich bin jetzt im Internet, ich bin auf TikTok. Und ich glaube, wir müssen sehr, deswegen gehe ich auch ganz hart den Start an mit der Bildungshoheit. Kinder müssen wissen, was passiert, in welchem System sie leben, was für Rechte sie haben, wer sie anpassen darf und wer ihnen in den Kopf packen darf. Und wenn wir zulassen, dass das Kind mir nicht auf den Trichter geht, sondern bei TikTok die ganze Zeit ist, dann werden wir gesellschaftlich massive Probleme bekommen. Denn wie gesagt, Nazis sind sehr viel besser auf TikTok als andere. Und wenn ich mit Kindern rede, meine Erlebnisse sind, dass Kinder sehr sensibel reagieren auf Manipulationen. Kennt man ja auch, wenn man sagt, kannst du dir mal kurz die Zähne putzen, dann geht ja gleich schon, du willst mich. Aber tatsächlich, wenn man Kindern erklärt, wie das funktioniert mit der Überwachung im Internet, dass alles nachvollzogen wird, was sie tun, Gamifizierung, finden Kinder das meistens nicht cool. Und das ist ein Ansatz, aber ja, ich bin immer dagegen, dass man sagt, es ist nur noch ganz kurz Zeit, weil den Fuß in eine sich schließende Tür zu stellen, kann auch heißen, dass man einfach den Fuß eingeklemmt kriegt und gebrochen. Aber ich glaube, wir sollten einfach an diesen Punkten arbeiten, weil Manipulation ist ein riesiges Problem. Es war jetzt natürlich kein kompletter Lösungsvorschlag, aber darüber reden und etwas zu tun und auch mal zu sagen, okay, nein, dann findest du es eben total uncool, dass ich das nicht mache, das ist okay so. Und Kindern auch zu sagen, du musst nicht alles mitmachen. Du kannst auch was anderes machen. Und Zeit mit Kindern verbringen, ohne Wischwanzen und ähnlichen Klimbim, kann manchmal auch ganz toll sein. Man kann auch mit Kindern gamen und sagen, wir machen das jetzt mal. Aber tatsächlich, das sind kleine Hirne im Wachstum. Und wenn jetzt in Deutschland gerade wird ganz viel diskutiert, wie schlimm Kiffen für kindliche Entwicklung ist. Und ich denke immer, ja, aber dann setz sie nicht für Teams. Das ist auch nicht gut. Ja, aber tatsächlich, wie wir Manipulation, wie wir die Welt sehen, wenn ich durch TikTok lerne, wie der Nahostkonflikt funktioniert und nicht weiß, wer da was, welches Video postet, dann ist das für mich erschreckend. Und dazu kommt, früher, wenn ein Kind mit einem NPD-Flugblatt oder äquivalent Nazi-Flugblatt nach Hause gekommen ist, sind vielleicht Eltern ein bisschen misstrauisch geworden, hoffe ich zumindest. Und heute sehen Kinder nicht, was ihre Eltern lesen und Eltern sehen nicht, was ihre Kinder sehen und lesen. Das ist halt schwierig. Dann kann es halt sein, dass man irgendwann feststellt, wie eine Stern-Journalistin vor kurzem, dass sie einen 14-jährigen Nazi zu Hause hat. Ist schwierig. Aber solange wir den Planeten teilen, sollten wir teilen lernen. Ich weiß nicht, ob das als Antwort gilt.
Gibt es weitere Fragen aus dem Saal? Dann bedanke ich mich herzlich nochmals, Katika. Danke für die Einladung.